Heute haben wir Ende August 2018. Wir befinden uns bei der Bergstation der Gampenbahn. Momentaner Baufortschritt sieht folgendermaßen aus. Die seilbahntechnische Montage im Bergstationsbereich, die Grobmontage hierzu, ist im Wesentlichen abgeschlossen. Wir haben hierfür rund 2 Wochen benötigt. Es werden momentan die Montagearbeiten für die Stationseinhausungen, für die Überdachungen ausgeführt. In Summe arbeiten derzeit an der Bergstation 18 Mitarbeiter, die eben die seilbahntechnischen Teile montieren. Die Fassadenbauarbeiten finden statt. Die Verglasungsarbeiten, der Alubau wird derzeit ebenfalls durchgeführt. Beim Bau einer Seilbahn sind viele Firmen und viele Gewerke beteiligt. In der Bergstation wird ein Großteil der Arbeiten durch seilbahneigene Mitarbeiter erledigt. So zum Beispiel sämtliche Betonbauarbeiten, Verputzarbeiten, Abriebarbeiten, Schlosserarbeiten und auch die sanitäre Installation wird durch seilbahneigene Mitarbeiter durchgeführt. Zusätzlich bedienen wir uns natürlich auch externen Firmen, wie zum Beispiel dem Elektriker oder der Firma Doppelmeier für die seilbahntechnische Montage. Bei der Bergstation haben wir jetzt so gut wie alles montiert, haben noch ein paar kleine Hübe. Dann werden wir die Einstellarbeiten beginnen. Im Großen und Ganzen läuft alles sehr gut. Bei den beschäftigten Firmen handelt es sich vorwiegend um regionale Unternehmen. Wir achten da auch immer darauf, damit vorwiegend diese Firmen beschäftigt werden. In Summe haben wir beim Baulos rund 80 Mitarbeiter derzeit beschäftigt, sowohl an der Talstation, die natürlich mit Abstand das größte Volumen ist, dann auch entlang der Strecke. Die vergangenen 3 Wochen fanden die Kabelzugarbeiten statt. Es sind in etwa 2 Drittel der gesamten Kabelstrecke entlang der Seilbahntrasse ist erledigt, ist ausgeführt. Auch werden momentan die Vorbereitungen getroffen für die Hubschraubermontage der Stützenbauwerke. Diese ist kommende Woche geplant. In der Talstation sind die Betonarbeiten in der Finalphase. Wir rechnen damit, dass in den kommenden 2 Wochen die Betonbauarbeiten für den Gastroteil soweithin abgeschlossen werden können, damit dann der Zimmermann mit den entsprechenden Dachstuhl- und Holzarbeiten auch beginnen kann. Auch die seilbahntechnische Montage in der Talstation ist diese Woche gestartet. Auch das wird voraussichtlich in etwa 3 Wochen in Anspruch nehmen. Die neue Sechsersesselbahn Gampen wird vom Design ausgeführt in Anlehnung an die letztes Jahr realisierte Ballinkopfbahn. Auch das ist das neueste Baby aus dem Hause Doppelmeier, die gesamte D-Line-Technik genannt. Speziell an den Sesselrückseiten. Letztes Jahr haben wir ja die Stars der Top of the Mountain Konzerte abgebildet. Und hier bilden wir die Stars unserer Region ab. Das heißt, auf diesen 122 Sesseln werden die Tiere unserer Natur ihre Bahnen drehen. Die meteorologischen Bedingungen haben natürlich für den gesamten Bauablauf heuer im Frühjahr und insbesondere jetzt im Sommer sehr, sehr gut mitgespielt. Das sieht man auch am Baufortschritt. Wir denken, dass wir da die Arbeiten in etwa 6 bis 7 Wochen soweithin abschließen können. Auch die Arbeiten an der Strecke, da ist natürlich die nächsten 2 Wochen noch sehr, sehr entscheidend, dass das Wetter da entsprechend mitspielt. Und dann sollte einer Betriebseröffnung der Anlage mit Beginn der kommenden Wintersaison nichts im Wege stehen.